Us, herzlich willkommen. Herzlich willkommen und zwar aus München. Wir haben heute ein ganz besonderes Event, nämlich unser Silvester-Event. Und warum wir uns alle treffen, hat auch einen Grund. Es ist unser Jahresabschluss. Da werden Geburtstage gefeiert, hier auch von Sense Goldberg. Das ist einer der Hauptbestandteile und natürlich auch Silvester. Und wir machen so einen kleinen Jahresüberblick oder Rückblick, Überblick, kommt auch, aber Rückblick für euch. Und als erstes haben wir unseren Sense Goldberg. Boah, vielen Dank, Großmeister. Gut. Also 23 waren echt ereignisvolles Jahr mit sehr vielen Highlights. Und erzähl mal, was waren so die besonderen Momente bei uns? Also ein Highlight für das Drinking auch für mich persönlich war die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft und der Sieg der Deutschen Meisterschaft im MMA natürlich. Mit fast 40 Jahren als eine Art Comeback, das war natürlich nochmal eine besondere Sache dieses Jahr. Und er hat aber dieses Jahr nochmal eine Aufgabe bekommen, eben zu seinem 40. Geburtstag sich noch wichtige Titel zu holen, und zwar im MMA und im Grappling. Und das wollen wir noch erwähnen, er ist eben deutscher Meister geworden im MMA, deutscher Meister im Grappling. An einem Tag, das muss man auch sagen, also er hat in zwei wirklich knalligen Disziplinen gekämpft und dann eben noch sich qualifiziert zur Weltmeisterschaft. Die war dann einige Wochen später und da ist er eben Vize-Weltmeister geworden im MMA und Vize-Weltmeister im Grappling. Vor allem auch zu sehen, was die Kampfkunsttechniken, die Dragon-Kampfkunsttechniken, wie stark die einen machen, also sich auf dem Weltniveau mit Kämpfern zu messen, die 20 Jahre jünger sind, also körperlich einfach noch mehr leisten können. Und damit Vize-Weltmeister zu werden und deutscher Meister, das ist einfach nochmal eine Bestätigung, nicht unbedingt für mich persönlich, sondern eher für unser System, wie stark ist die Menschen jetzt erstmal rein kämpferisch, aber auch für Selbstverteidigungszwecke macht einfach. Genau, also das wäre, wie schon gesagt, einer der Highlights, die definitiv als seine Aufgabengebiete in den letzten, kann man sagen, 10 Jahren eigentlich hauptsächlich waren. Die Schulen zu betreuen, Schüler auszubilden, Lehrer auszubilden und da eben einfach mal, kann man sagen, einen Abstecher nochmal zu machen, zu sagen, jetzt nochmal wirklich um die Wurst. Das ist einfach fantastisch gelaufen und jetzt können wir uns wieder auf die schönen anderen Sachen konzentrieren. So, also weiter geht's. Jetzt haben wir hier unseren Sense Ulsamer hier und Urgestein im Breaking Gym. Also Urgestein hört sich komisch an, weil ich habe den seit Baby. Und der kommt ja direkt aus dem Schuh. Ja, also genau, wir haben ja gerade gehört, 30 Jahre bin ich jetzt schon im Ranking seit meinem dritten Lebensjahr. Und das vergangene Jahr jetzt war auch ein sehr besonderes. Ich durfte unter Auftrag des Großmeisters auch wieder ein Comeback starten im Kickboxen. Und es war natürlich alles auch ein Prozess. Wir haben ja dann mit der Bayerischen Meisterschaft in Taekwondo angefangen, wo auch meine Schüler Striking vertreten durften, erfolgreich zum Bayerischen Meister und Bayerischen Vizemeister geworden sind, der Instructor Hergeht und der Instructor Schwan. Und für mich selbst ging es dann mit der Deutschen Meisterschaft im Kickboxen los, mit der ich mich dann auch mit dem Titel des Deutschen Meisters krönen durfte und dann mich auch damit für die Weltmeisterschaft qualifiziert habe. Ja, da ging es natürlich dann auch heiß umher und habe mich dann nach langer Vorbereitung dann den Vize-Welttitel gekrönt. Also ihr seht es ja gerade auch, so ein paar Ausschnitte aus der ganzen Geschichte. Das war wirklich sehr spektakulär. Ja, und Bilder vor allem auch, ne? Das muss man ja auch sagen. Also ein paar Bilder, die wir da eben auch euch zeigen können. Alles andere können wir uns immer, werden wir auch in meinem Internet positionieren. Aber wie gesagt, wenn man Sense Ulsamer googelt oder wenn man da mal im YouTube mal nachschaut, da sind also einige Wettkämpfe zu sehen. Aber nicht nur die Wettkämpfe waren interessant, die ja früher eigentlich gang und gäbe waren. Erstmal was war wahnsinnig interessant. War vor allem, was haben wir dieses Jahr Tolles gemacht? Dieses Jahr durfte ich dann in meinem Wohnort in Pfalz-Sichern durfte ich dann Rank Gym eröffnen und bin ich jetzt sehr froh drum, dass ich da jetzt die Rank Gym Werte und die Message verbreiten darf. Genau, also auch da ein super Highlight. Steht auch über in der Zeitung, freuen wir uns sehr drüber, dass es da eben auch weitergeht. Ja, sehr gut, sehr gut, mal. Ich denke, gute Sache. Alles andere, wir feiern da erstmal schön rein. Prost! Jawohl. Also es geht ja wie am Fließband hier. Das Schöne ist, wir sind natürlich alle hier. Und dementsprechend können wir heute, ziehen wir es natürlich auch durch. Unser Sense Rodriguez. Also auch, kann man sagen, jetzt Urgestein im Dragon Gym.
Ja, also schon seit wirklich einigen, eineinhalb Jahrzehnten, fast zwei könnte man schon sagen, im Dragon Gym. Und wir haben gestern seinen Geburtstag gefeiert, also vorgestern, Sensei Goldberg heute, gestern den Sensei Rodriguez. Und ja, ist auch schon ein stolzes Alter mittlerweile. Und ich glaube, ein spannendes Jahr. Oh, ist auch die Pflege geknackt, ja. Ja. Und auch zur Vier haben wir eine gute Aufgabe gehabt. Nicht nur einer unserer Top-Lehrer, sondern hat auch sondern einige Wettkämpfe bestritten. Erzähl mal. Genau, habe dieses Jahr auch im Auftrag des Großmeisters mich im Wettkampf mal wieder testen dürfen. Im K1 war Vollkontakt, war mein erstes Mal. Und war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute und starke Erfahrung. Auch eine wichtige Erfahrung, auch im Alter eben nochmal, zu sagen, im Alter sich dann nicht deswegen zurückzuschrecken, sondern eben rangehen. Und das ist auch die Mentalität des Großmeisters, dass man kann jederzeit anfangen im Dragon Gym, ist jederzeit willkommen. Und das war genau die richtige Energie auch in der Hinsicht. Was man vielleicht auch mal noch euch Zuschauern noch mal ein bisschen weitergeben kann, ist auch, dass Sensei Rodriguez natürlich zur Elite gehört im Dragon Gym. Und die Wettkämpfe im Endeffekt nicht der Standard sind für unsere Schüler, sondern wirklich ausgesucht, wirklich nur für ein erlesenes Publikum, das auch wirklich sich dafür eignet. Und nach 15 Jahren Kampfsport Erfahrung, Praxis, jemanden auf so einen Wettkampf vorzubereiten, ist natürlich nur möglich, wenn man auch dieses Niveau hat, dann auch auf diesem Niveau zu arbeiten, muss man mal ganz klar sagen. Also du hast ja, wo K1 ja nicht deine Spezialdisziplin ist, muss man sagen, hat er gleich gegen einen amtierenden Champion gekämpft und sich da wirklich auch sehr, sehr gut verkauft. Also das war, glaube ich, das war ein Kampf der Titanen, kann man schon sagen. Godzilla King Kong. Genau, das war wirklich, also das kann man nicht beschreiben, was da für Kräfte aufeinander gestoßen sind. Ich denke, es war eine tolle Erfahrung, ja, die nochmal so ein bisschen die Schärfe reingebracht hat in dein persönliches... Und ich hatte noch eine zweite Aufgabe auch. Wir durften in Kitzingen auch einen neuen Standort aufmachen. Mit einer komplett neuen Location auf zwei Etagen und mit komplett neuen Räumlichkeiten. Und da federführend natürlich vom Großmeister ausgesucht und beraten. Und freuen uns da auch mega, in unserer neuen Location in Kitzingen da Gas zu geben. Also super, ihr seht, es geht bei uns richtig weiter. Sensei Rodriguez ist einer unserer Top-Lehrer im Dragon Gym. Und nicht nur in Kitzingen, sondern auch in Würzburg und Heilbrunn aktiv. Und es freut uns sehr, dass wir uns da gemeinsam entwickeln können. Us! Also jetzt hier. Ne? Also wir sind in München. Und was kann es Münchnerischeres geben als unser Sensei Rot, der natürlich München hier betreut und München hier leitet. Also den ganzen Großraum München bis Nürnberg und Erlangen. Also das ist alles dein. Dein Bereich und erzähl mal, was gibt es da Spannendes zu berichten? Was ist dieses Jahr so passiert, was man unseren Fans da auch und Schülern so erzählen kann? Professor, vielen Dank. Also, fantastisches Jahr. Das war wirklich ein großartiges Jahr. Es ist viel passiert. Wir hatten richtig, richtig coole Veranstaltungen, Seminare. Also, es war wirklich auf den Punkt. Meine persönlichen Highlights muss ich jetzt sagen, ich habe jetzt sehr, sehr viel Energie auch in meine beiden jüngsten Schulen gesteckt. Das ist natürlich einmal Fürth und einmal in München, wo wir jetzt auch sind. Und muss sagen, das trägt wirklich Früchte. Das ist schön gewachsen. Wir haben da eine tolle Schülerschaft bekommen. Das ist da wirklich dieser Großraum jetzt einfach, der blüht und gedeiht. Und man merkt, dass die Energie, die man da reinsteckt, dass die jetzt auch wirklich direkt zurückkommt. Hauptwohnsitz ist ja München. Ist jetzt München, ja. Genau, ist ja dein Hauptwohnsitz und daher bist du natürlich auch gern und unterrichtest natürlich dementsprechend auch unsere Münchner Schüler, die das auch sehr dankbar entgegennehmen. Muss man auch sagen, es ist ein sehr interessantes Publikum. Du hast sehr, sehr junge Menschen, also sehr viele Kinder, aber du hast auch sehr viel sehr wesentlich ältere Menschen da, also 60 plus sozusagen. Groß. Das ist vielleicht auch mal sehr erwähnenswert und wie schön, da werden wir auch mal ein bisschen was dazu zeigen. Aber in erster Linie ist es ja so, bin ich das neue Projekt, dass wir Kampfkunst. Ich meine, viele machen eben nur Sport und wettkampforientiertes Training. Und bei uns ist das eben nicht vordergründig, ja, dass wir eben sagen, wirklich Kampfkunst als Philosophie, als Gesundheitsprävention und eben auch als Selbstschutzprogramm. Und das ist das, was du anbietest hier in München. Und das ist ja eben das, wo wir eben auch Leute erreichen. Klasse. Weiter so. Ja, okay, Cleo. Also, du bist bei uns im Dragon Gym und
du leistest auch was bei uns im Brackenship. Erzähl mal. Ich hoffe doch. Also ich habe in Würzburg mit dem Training ja angefangen und durfte jetzt in diesem Jahr 2023 auf Stuttgart die Schule mit als Instructor mit meinem Sensei Ulsamer übernehmen. Das heißt, ich unterrichte dort im Muay Thai von klein bis groß alle Kurse und das ist auch eine sehr große Bereicherung, auch für mich. Die Sachen, die ich auch vom Großmeister und von den Senseis und von meinem Sensei lerne, weitergeben zu können. Und ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Genau. Und es macht sie auch wirklich ganz toll. Also ich höre nur Gutes und ich weiß, dass es auch sehr gut ist, weil ich dich natürlich kenne. Aber ich sehe halt auch, dass wirklich unglaublich tolles Feedback ist auch von den Schülern. Und du da einfach auch eine sehr, sehr gute, hingebungsvolle Lehrerin bist, die auch wirklich da aus den Leuten nicht nur was rauskitzelt, sondern wirklich auch, die haben unglaublich viel Spaß bei dir beim Teil. Und die Frauenquote schießt auch ein bisschen ab durch unsere Cleo und das finde ich einfach ganz prima. Wir haben immer viel Frauen gehabt, aber wir haben Frauen, die bei uns auch wirklich Lehrauftrag hatten. Das ist eben auch noch nicht so lang bei uns und es freut mich umso mehr, dass eben Frauen jetzt auch sich mal orientieren können an Frauen und nicht nur an uns Männern, sondern dass sie eben auch sehen, ey, das ist wirklich, das Geschlecht spielt keine große Rolle. Kampfkunst ist für jeder Mann, jeder Frau, jeden Menschen einfach geeignet zum Selbstschutz und auch als Lebenskonzept, wie wir es eben auch führen. Und Cleo ist eben eine große Bereicherung. Ich freue mich, dass du da bist. Ah, ihr seht schon, es wächst und gedeiht. Ja? Also wir müssen jetzt sagen, das sind die Früchte, die sich hier schon auch langsam zeigen. Wir haben hier an meinen Instructor Hergett und wir haben Instructor Swan, ja, oder auch Schwan genannt. Einige Kampfnamen für die beiden auch noch, die sie sich natürlich hart erarbeitet haben. Aber das langt erstmal. Und wir haben natürlich hier unseren Oliver. Ne? Also der ist einfach auch wichtig. Und der hier. Ne? Muss. Okay, gut. Also, wir fangen mal an mit unserem Instructor Schwan. Du hast dieses Jahr gekämpft. Us, erzähl mal. Also ich durfte das Dragon Gym dieses Jahr auf ein paar Turnieren vertreten. Unter anderem auf der Bayerischen Meisterschaft im BTF Taekwondo und auch im Leichtkontakt, beziehungsweise Kicklight, Kickboxen auf der BFMC Deutsche Meisterschaft und auch auf der Weltmeisterschaft. Und bin mit der Leistung gut zufrieden. Es geht auf jeden Fall noch, es ist viel Luft noch nach oben, aber ich weiß jetzt genau, an was ich arbeiten muss und da wird natürlich auch dran gearbeitet. Es ist ja immer so eine Überprüfung einfach auch der Leistungen. Was kann ich wirklich abrufen, wenn es unter Druck, unter Extremdruck eben passiert, auf einem sehr hohen Niveau. Wir reden hier wirklich von bayerischen, deutschen und internationalen Meisterschaften, die sich eben heute, die du dir umgestellt hast oder dich eben auch gestellt hast. Ja, und das ist alles sehr erfolgreich gelaufen. Du hast was dazugelernt. Du hast auch ein paar Titel geholt, das darf man nicht vergessen. Also wir sind bayerischer Meister im Taekwondo und wir sind deutscher Meister im Kickboxen geworden. Ja? Und ja, das ist natürlich wunderbar. Könnt ihr alles auch im Internet schauen und sehen. Dann seht ihr auch mal die Kämpfe und Zusammenschnitte. Also ganz toll gemacht. Das war unser Instructor Schwan. So, boah, was haben wir denn da zu meiner Rechten? Das ist also auch einer unserer Instructor, auch schon seit langer Zeit. Hat einiges mitgemacht. Ja, auch die letzten Jahre, also mitgemacht im positiven Sinne, kennt wirklich auch alles, was so bei uns im Breaking Gym passiert, ist sehr schön ausgebildet und hat auch einige harte Wettkämpfe erlebt, das wollen wir mal kurz hier erwähnen. Ja, bei mir war es genauso wie beim Instructor Schwan, die ITF, Bayerische Taekwondo-Meisterschaft gewesen, die Deutsche WMFC und noch einen Boxkampf, den wir hatten. Also, Taekwondo, Boxen, Kickboxen, ja, MMA, ja, Vollkontakt, also wirklich alle Disziplinen durchgekämpft und auf sehr hohem Niveau. Konnte da auch jetzt einige Titel sich holen und ja, ist alles gut gelaufen und ja, einfach die Schärfe reingebracht. Ja, das ist also tschechische Delegation, kommt immer extra angereist zu wichtigen Ereignissen und man nennt ihn auch den eisernen Vorhang. Ja. Sehr gut. Also, Instructor-Namen ist eben sehr spannend in der Hinsicht, dass sie
eben ja nicht nur als Instruktorin mittlerweile sich einen sehr, sehr guten Namen gemacht hat und da eben in Frankfurt, in erster Linie Frankfurt eben tätig ist und allerdings auch alle anderen Sachen kennt, auch immer wieder aushilft, auch in ganz Deutschland. Aber Frankfurt ist eben dein, sagen wir, deine Homebase, kann man sagen. Und da ja, unterrichtest du mittlerweile Schüler und Schülerinnen, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene in, ja, in den Kampfsportarten, die wir anbieten. Das ist eben Muay Thai, das ist auch MMA, das ist Grappling. Also sie ist da wirklich auch sehr, sehr komplett ausgebildet und hat in den letzten Jahren, man muss sagen, wie lange bist du jetzt dabei? 3 Jahre. Also Nan ist seit 3 Jahren dabei. Und jetzt nochmal ganz wichtig, Nan ist amtierende Weltmeisterin im Grappling und amtierende Weltmeisterin im MMA. Ja? Hat mehrere deutsche Meistertitel im K1 und ja, hat auch im Boxen und im Grappling einige interessante Turniere gewonnen. Ist Naga-Champion geworden auch, war das dieses oder letztes Jahr? Dieses Jahr. Oh, dieses Jahr echt auch Naga-Champion geworden. Also Naga ist eine der größten Grappling-Organisationen auf diesem Planeten und konnte da auch erfolgreich in 2 Disziplinen oder 1 Disziplin. Dann glaube ich einmal Gi, einmal Nogi. Ne? Also einmal praktisch Submission Wrestling ohne Kimono und einmal mit und konnte da eben auch erfolgreich Weltmeisterin werden. Es war praktisch ein internationales Turnier, sagen so ein ja, internationales Turnier, ähnelt wahrscheinlich an der Europameisterschaft. Ja? Also so ein Europa-Try, könnte man sagen, mehr oder weniger. Den hast du da, glaube ich, dein erstes großes Ding, was du gewonnen hast, in diesem Jahr. Und ja, wie schon gesagt, 3 Jahre ist eigentlich relativ wenig, wenn man die Zeit nimmt, aber Nan hat eben sehr viel Ehrgeiz und eine sehr, sehr gute Einstellung. Und ja, erzähl mal, wie war das so? Ja, genau, wie gesagt, bin ich seit 3 Jahren im Dragon Gym. Erst habe ich den Kampfsport erstmal für mich neu entdeckt. War erstmal ein Hobby oder eine Leidenschaft. Und ich habe mir gar nicht vorstellen können, mein Hobby überhaupt zum Beruf machen zu können. Und hat sich dann im Laufe der Jahre, nach 1 Jahr, hat sich dann entwickelt. Und es ist schon was wie ein Traum. Und es ist mir natürlich eine Ehre, auch Kinder auch ausbilden zu können. Und genau, auch das Strength Gym vertreten zu können, meine Kampfkunst in die Praxis quasi umzusetzen. Genau, das machst du auch sehr, sehr schön. Wie erwähnt, einfach eine tolle Lehrerin und einfach auch eine sehr super Kämpferin, das muss man einfach sagen. Die richtige Einstellung, du hast einen sehr, sehr guten Lehrer, das ist Sensei Goldberg. Und der hat dich eben auch sehr gut vorbereitet auf diese Wettkämpfe. Ist ja ein wirklich sehr erfahrener Kämpfer und Kampfsportler auch. Und ja, da hast du einen prima Lehrer gefunden. Und alle anderen natürlich auch, weil es ist ja so, dass wir alle sehr viel zusammenarbeiten. Und ich meine, es sind mittlerweile mehrere tausend Schüler in ganz Deutschland. Und daher ist es eben auch wirklich ein spannendes Ding, wenn wir Lehrgänge haben. Und freuen uns da immer, wenn wir dann auch ein bisschen regen Austausch haben. Und die Frauenquote vor allem so wächst. Das ist ja auch bei dir so, dass man einfach Frauen einfach sehen, ey wow, Frauen haben Power, Frauen können das reißen. Ich muss sagen, dass Frauen mittlerweile wirklich die Nase vorn haben, auch im Dragon Gym, finde ich ganz prima. Und schön, dass du da bist, Nan, und dass du weiter Gas gibst und ja, uns vor allem bereicherst mit deinem Können, mit deinem Wissen und mit der Energie, was du eben schon gelernt hast, es an Schüler weiterzugeben in jedem Alter. Das finde ich einfach toll. Gut, Nan, also weiter so, Vollgas. So, also, kein Sitz mehr da, dann bleibt ja nur noch ich übrig und ich denke, das ist ganz gut. Ich habe für euch noch ein bisschen was anderes vorbereitet und etwas, was in eine, ja, wir machen Kampfkunst, Show, Entertainment ist ja auch etwas sehr, was miteinander verfließt. Ich meine, ihr kennt ja alle, wir haben die Fernsehstars, wir haben die Filmstars, wie Bruce Lee, wie Jean-Claude Van Damme. Und ja, also wir sind nicht kamerascheu, wir zeigen uns auch gerne und wir haben auch ein paar, ja, schaut einfach mal rein, wir haben auch ein paar witzige Sachen für euch dieses Jahr produziert und ja, einfach mal reinschauen, unterhaltet euch, hat auch mal was, Dragon Gym mal von einer anderen Perspektive aus betrachtet. Was? Zaubern müssen sie sein,
charmant. Eine Frau so gesagt, du, der gefällt mir, den finde ich super, aber den möchte ich natürlich von 17 Uhr bis 21 Uhr bei mir im Wohnzimmer liegen haben oder sitzen oder was auch immer. Dann kann man sich keinen Großmeister der Kampfkunst aussuchen, der eine Lebensphilosophie lebt. Die Gudrun ist so eine bisschen leicht tollpatschige, angenehme, lustige Person. Ich könnte mir noch auch ein zweites Date mit Viktor gut vorstellen. Ich würde lieber erstmal die Tanja nehmen. Dämlich oder, ist ja auch gut. Dämlich. Oder dämlich. Dämlich findest du gut? Ja, selbstverständlich. Wenn eine Frau dämlich ist. Dämlich und ruhig. Jetzt schmeiß ich dich aber gleich in den Pool, mein Freund. Du weißt, in vielen Ländern haben echt die Frauen das Sagen, ne? Ja, genau. Auch in Deutschland. Vor allem in Deutschland. Die Armen. Die armen Männer oder die armen Frauen? Nö, die Männer tun mir nicht leid. Also Hampelmänner tun mir grundsätzlich nicht leid. Oh, eins, zwei, drei. Ich habe nichts zu sagen. Ha, 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 mach du. Ja, komm runter, Mund auf. Komm runter. Also das war doch super lustig, muss ich schon sagen. Also Brandon Jim, wie schon gesagt, Hans Dampf in allen Gassen, was so das Leben angeht. Herausforderungen annehmen, neue Bereiche auch erkunden, das ist ganz, ganz wichtig. Das tun wir immer wieder. Das ist nicht unser Kernbereich, aber es ist ein wichtiger Bereich, um eben auch sich selber, um sich selber auch besser kennenzulernen in ungewohnten oder neuen Terrain. Aber das Allerwichtigste, ich wünsche euch einfach ein wunderbares neues Jahr. Bleibt gesund, bleibt munter, seid stark. Ja, das ist das Allerwichtigste. Habt Mut. Auch für Veränderungen, ja, in allen Bereichen. Jeder hat so seine Sachen, wo er sagt, da möchte ich wirklich auch wachsen, da brauche ich ein bisschen mehr Input. All das könnt ihr bei uns bekommen. Wir helfen euch, das ganze Team freut sich, euch da eben auch auf die Sprünge zu helfen, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne, ein gutes, neues, bleibt gesund. Tschüss!